Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Mit meinem Freund Tobias sitze ich hier und wir bauen heute die Lego-Dimension Ghostbusters, diesmal wieder aus dem Original-Kinofilm. Die Männer heute. Heute ist die Männerrunde. Ja, die Frauen habe ich jetzt schon durchgespielt. Jetzt sind die Männer dran. Das ist auch Level-Pack? Level-Pack. Zoll-Pack gab es noch nicht. Ja. Ne, wir hatten nur mal das, Mitdimensionstor war. Ja, mit den Frauen. Ja, aber das ist das dann Storypack? Ne, das ist. Das ist Storypack. Doch, Storypack. Ja. Damit ich das Ganze genau. Es gibt ja demnächst noch mehr, ne? Noch mehr Päckchen. Also nicht nur mehr Funpacks, dann gibt es noch eine Stufe hinterher, habe ich gelesen. Team. Ne, ja. Noch eine andere. Noch eine andere? Die ist jetzt noch nicht drin. Aha. Schauen wir mal. Glaube ich. Was wird es denn noch geben? Weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, wenn ich es nicht schon getan habe. Ich hier noch nichts für mich. Gibt totale Hate-Kommentare. Was erzählt ihr hier? Ja, total der Shitstorm geht dann ab hier. Der hat auch hier so ein Ecto-Träger-Ding. Achso, wieder mit Schlaufe? Ja, bitteschön. Oder ohne Schlaufe? Diesmal ohne Schlaufe. Und auch den Ecto-Boss auch. Ja. Das ist ja was für Tobias. Weil da bin ich grundsätzlich Loser, ne? Ja, den haben wir irgendwie. Weißt du, beim ja, ja, weiß ich Quartier, noch. Wo wir da echt am Friemeln waren, was da zu machen war. Das stimmt. Das war echt merkwürdig. Aber ich fand beim Ecto-Groß-Aufbau die schlimmer, die Apex. Da haben wir so lange gebraucht. Da haben wir lange gebraucht. Das da stimmt. Haben wir ewig gebraucht. Könnt ihr euch alles angucken. Ja, alles in Aha. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos wir mittlerweile auf dem Kanal haben. Ja, aber 100 haben wir noch nicht zusammen. Doch, mit Sicherheit haben wir 100 zusammen. Ne. Doch. Ne. Natürlich haben wir über 100. Allein die Dimensions sind doch schon fast 30. Und dann Turm von Ortang ist auch, weiß ich nicht, 20 oder was, Simpsons sind alle. Ja, 20 ist das schon. Natürlich sind das über 100. Ja, okay. Wenn wir nicht schon die 1000 reichen, nein, das nicht, das ist mir auch klar. Aber 100 auf jeden Fall. Sonst wäre ich jetzt aber arg enttäuscht von unserer Last. Ach, wieso? Wir machen ja so, wie es ist. Wir machen so, wie es ist, wie es kommt. Es müsste mal wieder was Schönes für mich kommen. Ja, kommt bestimmt. Krusty Burger hätte ich ja. Ja, Krusty Burger wäre echt toll. Der wäre wirklich toll. Guck, du brauchst ein Ektoplasma-Dingens und ich mach ein Auto. Ja, wenn ich das zeichnen würde, was für da. Muss man das kleben? Nein. Oh, da ist das Ghostbuster-Logo drauf. In Mini. Schon vorgeklebt, Zollerei. Ja, ich war gerade am gucken, gibt es Aufkleber, aber nein. Gibt es tatsächlich dieses Mal nicht. Ja, bei Dimensions überhaupt nicht. Wir haben da nie was geklebt. Nee, irgendwie nicht, das stimmt wohl. Diese Ansicht ist halt sehr irritierend. So, jetzt muss ich hier wieder die Platte finden mit dem. Da. Boah, ich komme mit der Ansicht da gerade gar nicht klar. Wieso? Weiß ich nicht, das ist sehr merkwürdig, weil der Stein schon zwei Ebenen hat und dann musst du erstmal gucken, wie ist das hier gemeint. Das heißt, der hier ist schon falsch. So. Ja, der war schon falsch. Mini. Schaut wieder nicht aus wie Mecker. Wie war das mit Mobbing vorhin? Denn jetzt kommt dann so ein Counter in den. Mob-Counter. Genau. Das müssen wir bestimmt nochmal machen, genau. So. Ich glaube, Ghostbuster-technisch sind wir, was Kinofilme angeht, jetzt durch. Ich glaube nicht, dass da nochmal was kommt.
Da glaube ich auch nicht mehr dran. Da kommen noch Funpacks davon, aber... Nee, ich meine jetzt auch kinofilmtechnisch. Ja. Päckchen so für Lego, klar, vielleicht nochmal Franchise für Fans in Videospielsachen, aber vielleicht für die Switch auch nochmal, weiß man ja nicht. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Wobei, ich habe den Eindruck, die Release der Games kommen echt erschleppend voran. Hm. Gut, jetzt hattest du Street Fighter, die Tage. Dann, Richtig. Das Mario Kart. Mhm. Aber so richtig, meine konsolentechnisch voll der Hype, es ist immer noch ausverkauft ohne Ende. Aber spieletechnisch? Ich hab, hast du von Rime, heißt das Rime? Ja, Rime, ja, Rime. Das würde mich auch interessieren. Das sieht auch sehr gut aus von den Rätseln. So vor allem sehr ruhig. Ich weiß, es sah jetzt nicht so aus, als ob man da irgendwie Schlachten kämpfen müsste oder so, aber erinnert auch ein bisschen an Zelda-Rätsel technisch. Mhm, genau. Aber kommt eben auch erst irgendwie im September oder was, ne? Für alle anderen Konsolen jetzt schon erhältlich und für PC, aber die Switch hängt da echt hinterher. Das verstehe ich irgendwie nicht, was die sich dabei denken. Gar nichts. Das glaube ich auch. Das ist es ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Konsole echt erst so ab Weihnachten oder so richtig abgeht, wenn Mario kommt. Ja, Odyssey kommt ja schon eher. Was kommt eher? Odyssey. Ja, zu Weihnachten, denke ich mal. Nee, eher. Meinst du? Soll eher kommen. November. Ja, gut. Ist es Weihnachtsgeschehen. Ja, die wollen das eben umgehen, dass da so viele Titel dann auf einmal kommen, ne? Weihnachten. Ja, das ist ja auch okay, aber... Ja, schauen wir. Zum ersten sind ja jetzt auch zum Online-Dienst ein paar Sachen bekannt gegeben worden. Ja, genau. Also 20 Euro im Jahr, das ist gar nichts. Das ist okay für den. Also da kannst du nichts zu sagen. Andere nehmen ja das Vielfache. Microsoft und Co. nehmen ja teilweise 10 Euro oder was, glaube ich. Hm. Wobei Nintendo sich ja jetzt doch hat breitschlagen lassen. Du kannst ja, wenn du, ich sag jetzt mal, dieses Online-Abo abbestellt hast, kriegst dann immer so einen Download-Titel, aber den darfst du dann jetzt doch so lange behalten, wie du das Abo hast. Und nicht jeden Monat das es dir wegnehmen. Also das war schon... Das wäre auch echt mies. Allerdings auch erst nächstes Jahr. Das wird dann nach hinten verschoben. Ja, ja, das ja. Aber man kann jetzt schon probehalber... Ja, probehalber wieder nur. Ne? Das ist alles immer so... Dann hätten sie nutzen. Die Switch vielleicht bis nächstes Jahr einfach hätten warten müssen. Und dann wäre alles gut gewesen, glaube ich. Ja, glaub mal nicht, dass die Fans alle jetzt ein Jahr nur Zelda spielen werden. Beim Street Fighter haben sie sich ja auch. Beim Street Fighter haben sie sich ja auch schon aufgeregt. Guck mal, da ist der Ecto schon fertig. Ja, ich habe so lange gebraucht, bis du den Ecto aufgeholt hast. Ja, so muss er sein. Dafür, dass du die Monsterfalle machen, die Geisterfalle. Der ist schön. Der ist geil, ja. Bitte schön. So, bitteschön. Ja. Das ist cool. Hat allerdings nur zwei Räder, aber okay. Das macht ja nichts. Der ist durchgebrochen. Das ist wie die Titanic. Nee, deswegen, ich denke mal, das geht Weihnachten, Anfang nächstes Jahr geht die dann richtig. Bei 10 Millionen oder was wollen, oder 18 Millionen wollen sie? Nee, die haben wir hochgestopft auf 16 Millionen. 16 Millionen wollen sie. Ach, die haben auch nicht klar. Ich meine, wäre natürlich geil, würde mich freuen für Nintendo selber, aber das klingt irgendwie sehr utopisch. Die müssen ja schon was erwarten, ne? Zumal bisher keine Verkaufszahlen für März bekannt gegeben wurden. Richtig. Nee, für Mai. März ist ja Blödsinn. Für März haben sie es ja. März und Mai. Ich habe eine März- und Mai-Schwäche, kennst du das? Mhm. Ja, das Problem ist, Apple kommt in den Weg, ne? Das ist auch so ein Ding. Naja, was haben die denn miteinander zu tun? Ja. Eigentlich gar nichts. Scheiß Bauteile. Scheiß Bauteile, genau. Hätte man mal Aktien gekauft. Also von den Bauteilen herstellen. Ja, wenn man das vorher wüsste. Analysten wussten das. Warren Buffett hat das gewusst. Ja, ich jetzt brauche ich mein Profi-Werkzeug, oder?
Das Profi-Werkzeug. Wofür? Für den Stein hier? Ja. Es gibt eine, mein Profi-Werkzeug. Es gibt eine Gürtelkette, die nennt sich Fingernägel. Ich habe sie mir extra nicht gemacht. Ja. Ich habe mir extra das Profi-Werkzeug gemacht, genau. Ja. Da komme ich immer noch nicht drüber. Wofür ist das hier eigentlich? Für die mit Löcher drin. Ne? So. Passt doch nicht mal. Groß. Ja, doch. Doch, nur nicht in das. Richtig. Was sonst immer. Ich schwöre. Ja, ich bin eben Verfechter des Profi-Werkzeugs. Ja, es steht jetzt so. Vielleicht gibt es ja YouTube-Videos, so 10 Dinge, die sie mit dem Profi-Werkzeug von Lego machen können, die sie noch nicht wussten. Die sind bei uns auf dem Kanal, genau. Das sind immer so Titel, wo ich mir denke, wow. 100 Dinge, die sie mit einer Büroklammer machen können, von denen sie noch nichts wussten. Blätter zusammenheften. Nein! Ja, hallo. Gibt genug, die das angucken. Ja, aufgrund des Titels. Das, ja, genau. Diese Clickbait-Geschichten. Nach dem Motto, machen geilen Titel, aber ein sinnloses Video und trotzdem 1 Million Aufrufe. Gut. Aber die Kommentare sind entsprechend. Ja, genau. Ich sag nur Bibi. Ja, genau. Aber sie hat ihr Geld damit verdient. Das ist dann wie das Merkwürdige daran, ne? Ja, das ist dann. Die merken halt nicht, dass die Frau allein durch die Kommentare dadurch reich wird. Ja, das ist dann auch pfiffig, ne? Von denen, die das machen. Ja, was hat das Video? Ungefähr 40 Millionen Aufrufe. Ja, das heißt, die wird damit irgendwas zwischen 40 und 80.000 Euro allein das Video auf YouTube gemacht haben. Ich glaube nicht, dass sie im Cent-Bereich liegt, was die Klickraten angeht. Die wird schon ein bisschen mehr haben. Glaube ich auch. Ja. Das war schon. Nee, nee. Da kommt noch ein Deckel. Wollte schon sagen. Und die Falle fehlt noch. Dazu kommen dann noch die Verkäufe. Also, ich schätze mal so 100, 150.000 wird die damit gemacht haben. Nur mal so geschätzt. Mhm. Wenn es jemand besser weiß. In die Kommentare. Lustig fand ich ja, dass, ich weiß jetzt nicht, war das Sony, mit der sie zusammengearbeitet haben? Ja, mit Sony, ja. Dass die das Video selber gespielt haben für ein paar Tage. Das war echt eine Zeit lang offline. Ja. Und dann wurde Sony wird gesperrt. Dann dachte ich erst, ja, nur wegen der negativen Kritik, dann ist es aber arm. Das ist wirklich arm. Man weiß nicht, was dahinter steckt. Auf jeden Fall war es für eine Zeit weg. Tja. So kommt's Game. Hat vergessen, den eigenen Song anzumelden. Genau. Der hat ja Alex Spexy so die schöne Version gemacht. Die Parodie habe ich mir gar nicht angeguckt. Die ist mal so toll witzig. Guckt euch die an. Hat er einen neuen Text dazu gemacht? Ja. Okay. Der ist so witzig. Die habe ich kaputt gelacht. Ich habe mir gedacht, du magst das. Ich habe das Original auch nie ganz gehört. Die ersten 15 Sekunden, ich habe es nie ganz gehört, muss ich sagen. Also, kann man auch nicht. Ja, offenbar gibt es eine Handvoll Fans, die es konnten. Oder so wie ich, sich so kaputt gelacht haben, dass sie es dann alle durchgehalten haben. Nee, da kriege ich dann, das ist Ohrenkrebs und so. Stehe ich nicht so drauf. Ja, komm jetzt da dran. Die ist aber riesig, die Falle. Wenn man so bedenkt, die wir sonst immer so aufgebaut haben. Ja, wir hatten ja schon mal 5 Stück oder so. Ja, genau. Das musst du, glaube ich, oben drauf setzen, oder? Ja, das ist. Ja, kann man. Ja, muss man nicht. Kann sein, dass das eine Ladestation ist. Die Falle oben ist das, was du jetzt gebaut hast, und das da unten ist die Ladestation oder so. Ja, wirklich. Schön. Versteh doch endlich mal die Physik. Setz das doch da drauf. Ja, das hält ja nicht. Sicher hält das. Das ist wieder typisch. Warum soll das nicht halten? Ist immer wieder typisch. So wie letztes Mal, weißt du? Ja, genau. Das hält nicht in der Hand. Warum das hält.
Genau, mit der Bierdose oder was, das war der Duff-Bier, ne? War das, glaube ich. Bass-Cola, ja, immer noch. Bass-Cola war es. Tam, tam, tam. Das halte ich vom Profi. Ey! Ich weiß nicht, ob das jetzt auch Video ist. Da ich gleich auf. Mein Profi-Werkzeug muss ich beschützen. So. Das war das Ghostbusters-Set. Hat Spaß gemacht. Sieht doch cool aus. Der Ecto ist immer echt schick. Auf jeden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ja.